Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexum.de. Das ist die Videoanalyse des Tages heute zum Thema Nikkei und US-Dollar-Yen. Aber wie immer am Anfang erst einmal die Risikowarnung. Schauen wir uns den Nikkei noch einmal an. Was hat er heute über den Tag gemacht? Nun ja, wir haben hier gesehen diese kleine, ja, ich sag mal so Umkehrformation im H4-Chart. Ich kann mal ein bisschen ranzoomen im Bereich des H4 200, 27:30 EMA. Dann ist er im Laufe des Tages oder im Laufe des Vormittags und des Mittags ein bisschen hier runtergerutscht zum H4 10er EMA, beziehungsweise so circa auf die 17.670-Punkte-Marke. War klar, dass sie ja erstmal stoppen. Jetzt wird es sehr, sehr interessant heute im Tagesverlauf. Kann der Nikkei noch einmal hier über diese, was haben wir, 17.920-Punkte-Marke steigen, ja? Wir können mal die Pivot Points mit einblenden, um das Ganze ein bisschen besser visualisieren zu können. So, Moment. Da sehen wir, dass es sich knapp hier oberhalb des Monats, des Daily und des Weekly Pivot Point befindet. Natürlich ein sehr, sehr knallharter Support. Und ich bin mal gespannt, ob er vielleicht heute nochmal so eine richtig schöne Performance hinlegen kann. Vielleicht auch im Zuge der Ansprache von Stanley Fischer heute 19 Uhr. Werden wir sehen. Ansonsten sieht das schon sehr, sehr gut aus, wenn er heute da drunter bleibt, hier unter diesen 27:30 EMA, unter dem heutigen DM4 Pivot Point. Könnte es eben gut und gern sein, dass wir jetzt langsam aber sicher mit dieser Retest-Bewegung beginnen. An diese abwärtsgerichtete Trendlinie und damit an diese vermeintliche inverse SKS. Und wenn diese Trendlinie zerschossen wird, ja, heißt für mich ehrlich gesagt nicht, dass es hier grundlegend noch weiter short geht oder jetzt längerfristig short geht, sondern dann würde ich mich erst einmal hier bei diesen Tiefs orientieren. Also hier im Bereich des Weekly S2 irgendwo zwischen 16.000 und der 16.400-Punkte-Marke an diesem Support. Ähnlich wie im DAX könnte hier dieser Bereich einfach nochmal getestet werden, ja. Also das könnte ich mir vorstellen, das finde ich ganz realistisch, oder fände ich ganz realistisch, wenn er hier diese 1.500 Punkte nochmal in die Tiefe marschiert. Gesetzt im Fall, wie gesagt, er kommt heute nicht mehr über diesen Bereich. Und selbst dann wäre ich sehr, sehr, sehr vorsichtig mit möglichen Longs, denn das ist hier alles nichts Halbes, nichts Ganzes. Wir haben weder diese Trendlinie getestet und wenn die eben auch noch anfängt zu wackeln bzw. in Gefahr gerät, dann eben auf jeden Fall hier die 16.650 oder 16.600 Punkte Marke, 16.100, sowas in der Richtung. Ja. Also diesen beiden Supportbereich, die sind sehr, sehr wichtig, die müssen wir definitiv im Hinterkopf behalten. Ich versuche mal hier meine Ellipse entsprechend zu positionieren. So, also hier einmal der Bereich und dieser hier. Die sind sehr, sehr wichtig und an einer dieser Punkte muss es sich mal stabilisieren und dann kann es ja auch weitergehen und entsprechend auch mit den Yen paaren. Also an den bullischen Kursziehen hat sich ja prinzipiell erst einmal nichts geändert. Also hier diese 18.250er Marke bzw. 18.300 Punkte Marke, 18.650, 18.700, diese Bereiche hier oben, die gelten als mittelfristige Kursziele und daran hat sich, wie gesagt, nichts geändert, was ich aber im Vorfeld gerne sehen möchte. Ist oder wäre schlicht und ergreifend ein Retest hier dieser Bereiche. Kann er natürlich auch nachhaltig über dieses Hoch vom Freitag steigen oder über das Nachthoch, was wir gesehen haben, ja, und testet das dann auch nochmal nachhaltig. Ja, dann kann er weiter steigen und dann können wir uns auch dementsprechend engagieren. Momentan halte ich das aber hier alles für einen Retest von unten an dieses EMA bzw. an die Freitags- und die jüngsten Nachthochs. Für was anderes halte ich das ehrlich gesagt nicht. So, alles weitere längerfristige Kursziele und so, bitte dann mal das Morning Statement anschauen. Das muss ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Der US-Dollar-Yen, ja, er befindet sich momentan im Chart nirgendwo. Wo möchte ich ihn sehen? Ganz klar hier an dieser Trendlinie. Also das wäre einfach eine feine Sache, wenn er vielleicht heute nochmal ordentlich Gas gibt, vielleicht auch innerhalb der Nacht. Das kann ja auch durchaus sein, dass wir in der Nacht dann schön Spike sehen, in Richtung R1 vielleicht oder am späten Abend, dass er nochmal steigen kann, hier in Richtung 1, 22, 30 in dem Bereich, das fände ich sehr, sehr gut. Dann würden wir nicht nur diesen horizontalen Bereich testen, sondern eben auch diese sehr, sehr wichtige Trendlinie, auf deren Retest wir jetzt schon eine Weile warten. Und dann kann er auch nochmal ordentlich in die Knie gehen. Ja? Also das wäre auf jeden Fall zu verkraften, meinetwegen hier auch in die 1, 22 und dann kann er hier nochmal nachgeben, entsprechend dem Nikkei. Und erst wenn sich der Nikkei stabilisiert hat, erst dann bin ich gewillt, im US-Dollar-Yen nochmal zu kaufen, nochmal bullisch zu gehen und dann diesen, nun ja, etwas längerfristigen Aufwärtstrend,
welchen ich mir auch im Nikkei erwarte, dann auch nochmal mitzutraden, um dann wird's dann auch letztendlich irgendwann mich mal sehr, sehr langfristig short zu positionieren, wenn dann eben auch die Indizes an den entsprechenden Widerständen angekommen sind. Jetzt sehe ich das aktuell noch nicht. Ich denke, dieses wirklich langfristige Short-Szenario, welches ich hier vor Augen habe, auch in den Aktienindizes, das wird sicherlich noch ein paar Monate dauern. Also frühestens im März, vielleicht sogar eher dann so im Spätsommer, können wir vorstellen, dass es dann so richtig losgeht. Also bis dahin wird er wahrscheinlich in so einem Zickzackkurs hier diese wichtigen horizontalen Ebenen abarbeiten. Der Nikkei hier beispielsweise rund um die 18.600, 18.800, 19.000-Punkte-Marke, 19.700, 20.000-Punkte-Marke. Das sind so Bezugspunkte, an denen man sich orientieren könnte. Und dann sollte es dann hier auch irgendwann mal längerfristig sehr, sehr short gehen. Und das entspricht dann ungefähr auch den Bewegungen im US-Dollar-Yen. Man muss sich diesen Nikkei immer wieder ein bisschen mit zurechtziehen oder beziehungsweise mit als Orientierung nutzen. Sonst ist man auch in den Währungspaaren teilweise völlig verloren. Denn wir haben nun einmal eine starke Korrelation. Ja? Der Nikkei bestimmt die Yen-Paare, da brauchen wir uns nichts vormachen. Und wenn man hier nicht mal den Nikkei beachtet, ja, man muss ihn ja nicht traden, aber wenn man ihn in diesem Zusammenhang einfach nicht beachtet, dann halte ich das für einen sehr, sehr großen Fehler. Und naja, das könnte sich dann auf die Performance niederschlagen. Schauen nochmal kurz in die Pivot Point rein, denn ich möchte das nochmal mit dem Wochenzehner IME in Verbindung bringen. Hier sehen wir den heutigen R1, als wenn wir heute nochmal einen schönen Schub bekommen. Diese Trendlinie, die untere Begrenzung des Trendkanals wäre dann wirklich mein Maximum. Wie gesagt, bitte nicht auf diese vermeintliche Bullenfalle reinfallen und dann sich ärgern, wenn er den Rest der Woche vielleicht dann nur noch nachgibt. Das wäre dann unheimlich schade. So, in diesem Sinne wünsche ich natürlich wie immer viel Erfolg bei diesen Setups, verabschiede mich bis zum morgigen Forex Morning Statement und wünsche noch einen erfolgreichen Resthandelstag. Bis morgen, tschüss.